Endlich mal wieder großer Fußball im Jahnstadion. Ein echtes Meisterduell. Vor toller Kulisse von 900 Augenzeugen traf der Titelträger der Oberliga 2000 auf den aktuellen FC Lausitz, der eben erst frisch in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Kutschiert wurden die Protagonisten standesgemäß oben ohne. Namhafte Kicker hatten für dieses Duell zugesagt, weil einige Spieler des damaligen FSV richtig gut Karriere gemacht haben. Marcel Roschgorny, Matthias Heidrich, Andreas Richter. Doch zunächst ging der Schuss nach hinten los. Der Siebtligist zog in Führung. Flanke von Mike Sykor und Wegwerth überwindet seinen alten Kumpel René Katzwinkel. Ich denke, das ist auf jeden Fall was für die Zuschauer war und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. War ein richtig geiles Spiel und eine schöne Atmosphäre. Schöne gelungene Veranstaltung, denke ich. Ja, und auch er war da, Eberhard Mats Vogel, der Trainerfuchs. Vor 7 Jahren scheiterte er mit seinen Oberligameistern denkbar knapp in der Drittliga-Quali. Einer der damals ausschlaggebenden Punkte, wahrscheinlich die rote Karte im Hinspiel gegen Schönberg, gegen Dirk Rettig. Das wollte der Mann von Budissa Bautzen unbedingt vergessen machen und gab mächtig viel Offensivgas. Doch ein schöner Spielzug machte Vogels Taktik gleich zu Beginn kaputt. Stefan Jank, Sohn von Ex-FSV-Kicker Hartmut, erkämpfte sich das Leder, der freie Rotenburger traf. Überhaupt wurde hier nicht lange gefackelt und schöne Spielzüge gezeigt. Gleich im Doppelpack mussten darauf Richter und Tossmann gegen Bach auf der Linie klären. Schönes Erlebnis, ja. Wie gesagt, ich war lange nicht mehr hier. Und tat gut, hat viel Spaß gemacht, die alten Kameraden wieder zu sehen. Und ich denke mal, wir haben nicht viel verlernt. Ist ja nur was anderes als im Profifußball. Trotzdem ging es ordentlich zur Sache, oder? Ja, ich denke mal, beide Mannschaften wollten ja nicht verlieren und beide haben es ernst genommen. Und ich denke mal, so kam ein guter Kick zustande. Zwei Männer, die noch immer die Geschicke im Jahnstadion bestimmen. FCL-Co-Trainer Thomas Schmidt verlor das Leder gegen Bundesliga-Profi Matthias Heidrich, der zu FCL-Coach Waldemar Adamowitsch passte. Tor, so einfach kann Fußball sein. Dass das Ergebnis nebensächlich war, merkte man dem Spiel übrigens nicht an. Es bleibt unvergesslich, so ein Spiel. Und es fand ich wirklich toll, dass wirklich so viele gekommen sind am Ende. Und wie man sieht, es wurde auch ordentlich angenommen von den Zuschauern. Also wir können als Verein rundum zufrieden sein mit der ganzen Aktion, die wir hier durchgestartet haben. Zufrieden waren nicht nur die Gastgeber, auch die ehemaligen, wie Matthias Heidrich, der derzeit von Dynamo Dresden umworben wird. Er hat das Meisterduell einfach nur. Super, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, wie das heute hier abgelaufen ist. War echt eine schöne Sache. Und jetzt hoffen wir, dass wir noch ein bisschen gemütlich zusammensitzen und den Abend noch gemütlich ausklingen lassen. War das Ergebnis okay? Oh, ich hätte schon gern gewonnen, weil ich glaube, die Jungs waren richtig ehrgeizig. Ich dachte, sie sehen das ein bisschen locker heute, aber die waren richtig, richtig ehrgeizig. Aber ist okay. Hat Spaß gemacht. Ja, und auch das gab's. Missverständnis zwischen Torwart Ronny Zeiss und Abwehrspieler Andreas Richter. Ein kurioses Eigentor, das den FCL nach dem Ausgleich abermals in Front brachte. Packend ging's weiter und zwar auf beiden Seiten. Vor allem Bundesliga-Coach Thomas Hossmann von Energie Cottbus merkte man den unbedingten Siegeswillen an. Verbissen trieb er die Vogelelf nach vorn, erzielte zu guter Letzt sogar den 3:3 Ausgleich. Kein Wunder, dass sein Trikot bei der anschließenden Versteigerung den Höchstpreis erzielte. Satte 260 Euro. Kurios dann übrigens auch die letzte Szene der Partie, als sich Waldemar Adamowitsch durchtankte und von Hossmann gefällt wurde. Ex-Oberliga-Schiri Klaus Peschel fiel aber nicht auf Waldis in den Strafraum Robben herein. Spaß muss eben auch sein. Ja, ich denke mal, das war eine schöne Sache mit vielen Leuten, mit denen ich früher als kleiner Junge zusammengespielt habe, mal wieder zu kicken, sich zu treffen. Ich hoffe nachher, wir haben noch ein gemütliches Bier zusammen trinken. Ich hätte mich gefreut, dass mein Bruder mit gewesen wäre, der leider verletzt ist. Aber so ist es mal. Aber für mich war es eine riesen Sache und ich denke für die Zuschauer auch, mal viele neue, alte Gesichter zu sehen. Und weil das Meisterduell unentschieden ausgegangen war, wurde kurzerhand eine Entscheidung im Elverschießen getroffen. FCL-Torwart Stefan Liebsch wurde somit Matchwinner.
eines denkwürdigen Meisterduells.